herzlich willkommen zum nächsten Part von Motorsport Manager. Wir gehen dieses Mal nach Kapstadt. Bin ich ja mal gespannt, wie das da ist. Hallo, ich wollte hier gerade mal. Normal kann man doch da draufklicken. Reparatur abgeschlossen. Wir können gerade mal gucken. Sponsoren gibt es auch noch. Reparaturwagen fertig. Okay. Zwei Sponsoren. Sechs Rennen sind 300, sind 900.000. Dann nehmen wir doch den. So. Teile einbauen. Ja, was haben wir denn hier noch? Motor ist durchschnittlich. Risiko ist niedrig. Teile verbessern. Ich habe mal im Internet ein bisschen rumgeschaut. Dann wird empfohlen, dass wir die Teileverbesserung immer automatisch machen und auf die Zuverlässigkeit skillen. Ja. Das hier lassen wir gerade mal laufen. Der macht ja, glaube ich, sowieso Zuverlässigkeit. Hier ist die, die Leistung. Es soll besser sein, dass man die Zuverlässigkeit macht. Amanda, was? Was war mit Amanda? Vertrag angenommen. Okay. Okay. Status angenommen, zurückziehen. Passt eigentlich alles, hoffe ich mal. Nicht, dass da noch irgendwas schief geht. Wenn wir hier auf Einstellungen gehen, können wir da nichts verändern. Ja. Lass mal einfach mal so. Was? Ach so, ich soll jetzt einen Fahrer rausschmeißen. Beziehungsweise ich muss einen Fahrer rausschmeißen. Ja, ich schmeiß den raus. Ist halt so, ja. Wir sind nur 3,5 Millionen im Minus. Aber der ist hoch erfreut. Und ist stark motiviert. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas hier. Und dann können wir dann, dem Fahrer nämlich noch einen Motor abgeschlossen, Windkanal. Ja. Rückkehr zu zwei Trockenmischung. Einige mögen für einen Rückschritt halten, doch die Wähler diskutieren nächste Woche über, ob die Teams auf zwei Trockenmischungen beschränkt werden sollen. Momentan haben die Teams drei verschiedene Trockenmischungen zur Wahl. Und würden zwei Trockenmischungen auch wirklich den Wettkampf anstoßen. Manche mögen meinen, dass die Wahl zwischen drei kleinen. Nee, bin ich eigentlich nicht der Meinung. Ich bin eigentlich der Meinung, dass für mich jetzt es besser wäre, wenn wir. Wenn wir nur drei Mischungen hätten, zwei Mischungen. So, Motoren sind eingebaut. Was haben wir hier oben noch? Scouting abgeschlossen. Das ist okay.
Wir gehen weiter zum Rennwochenende. Ja, ich weiß. Ich weiß, wir sind stark im Minus. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Das wird man auch im GP von Kapstadt tun. 42 Runden, das wird wieder ein bisschen länger. So, ich will. Moment. Für die Teams stehen zwei Reifen. Was die Wahl einer Strategie etwas einfacher macht. Genau, das ist für uns gut, deshalb stimmen wir dafür. Gucken wir mal. Das sieht doch gut aus. So. Das ist für uns gut ausgegangen. Bin ich zumindest der Meinung. Thema Zweitrunde ist abgeschlossen. Die Regeländerung wurde angenommen und wird ab Saison 2017 gültig. Sehr schön. So. Wir nehmen wieder den Ultraweich, gibt es hier. Okay. Sponsoren haben wir gewählt, Reifen haben wir ausgewählt, Teile sind eingebaut. Dann hoffe ich doch mal, dass das auch in Kapstadt für uns ein Erfolg wird. Sieht schön aus. Ja, aber kleine Kurven, das heißt, wir brauchen wieder viel Traktion von unten raus, also Beschleunigung muss gut sein. Was sind die Boxengasse da hinten wahrscheinlich? Das Paddock. So. Vidal und Dings da werden warm. So. Abtrieb. Brauchen mehr. Wie immer. So. Dann lassen wir es mal. Und er wird, ja, die harten fahren. Dann haben wir für den anderen auch natürlich mehr Abtrieb. So, auch er wird die harten fahren. Dann gehen wir mal weiter. Also die härtesten, ja, sind ja soft. Hier. So, Stint einmal. Renndrim 8 Runden, wie auch wie immer. Renndrim 8 Runden. Gut. Und dann schauen wir mal, wie das hier ausgeht. Eine Schikane eingebaut. Kreisverkehr. Alter, was ist denn das für eine Strecke?
Die haben alle Schikanen reingebaut, die es nur irgendwie gab. Bin mal gespannt, wie unser Neuling Cavalcanti, wahrscheinlich ein Italiener, sich schlagen wird. Petrum, was war? Oh, verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. So, gefällt mir Aerodynamik gut. Bin ich zufrieden. Aber Chandy fährt sich perfekt, aber irgendwie kommt er nicht vorwärts. Getriebe ist gut. Dann holen wir auch rein. Dann können wir mal gucken, was wir noch verändern müssen. Dann Fahrverhalten. Und Stint, nochmal 8 Runden, können wir auf den gleichen Satz greifen lassen. So, Cavalcanti. Das Fahrverhalten gefällt ihm nicht. Dann probieren wir es mal so. Auch den lassen wir einfach auf dem normalen Reifen. Ja, dann fahren wir natürlich auf den Ultrasoft, ja. Mag wahrscheinlich auch sinnvoll sein, weil dann hat man die fürs Rennen nicht mehr und fürs Rennen. Ja, das Qualifying allein ist nicht alles. Noch hier mal auf Volldampf gehen. Um mal zu gucken, was in unseren Autos drin steckt. Was die können. Viel besser an. Okay. Das ist gut. Aerodynamik fühlt sich auch besser an bei Vidal. Jetzt fängt natürlich das Regen an. Das muss ja so kommen. Und es bleibt so. Dann holen wir sie nochmal rein. Okay, die Lenkung war vorher besser, sagt Vidal. Und der Miet jetzt.
Und dann probieren wir es noch mal so. Gibt natürlich viele Einstellungsmöglichkeiten, ja, und das ist halt vor allem bei so einer Strecke, ich weiß gar nicht, was das überhaupt sein soll. Wahrscheinlich einfach nur ein Sportspark. Okay, Lenkung ist wieder gut. Aufhängung fühlt sich super an. Keine Verbesserung von meinen Fahrern. Es ist ja bloß ein Training, ja. Beim Einlenken eine bessere Reaktion. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen steiler stellen, vermute ich. Kürzere Übersetzung und mehr Abtrieb, mehr Einlenkwinkel will er haben, Vidal. Okay, das sind Änderungen, die können wir jetzt noch machen fürs Qualifying. Beziehungsweise wir könnten es vielleicht sogar über die Aufhängung machen. Hart. Wir wollten ein bisschen mehr Beschleunigung. Ist jetzt bloß die Outlap, aber das ist ja egal. Wir müssen jetzt testen fürs Rennen. Schlechter geworden. Aber Chanti ist zufrieden. Und der hier ist wirklich auf Ultrasoft noch draußen. Gut. So. Die Konfiguration wird genutzt und wir fahren auf den Ultra Soft, ist ja wohl logisch. Wir probieren es mal so. Und dann gehen wir weiter ins Qualifying.
am besten gleich losschicken, bevor es wieder zu regnen anfängt. So, wir brauchen gerade ein bisschen recht lang für die Folge. Wir haben wohl definitiv die falschen Reifen drauf. Ja, die anderen sind viel schneller. Vidal ist 7. Wow, Cavalcanti 8. Jetzt. Okay. Und wir sind auf Soft gefahren. Ultra Soft. Okay, die können wir gleich nochmal mit dem Setup rausschicken. Nochmal mit den Reifen. Kriegt einen neuen Satz. Kriegt auch einen neuen Satz. Und dann hoffe ich mal, dass es jetzt ein bisschen in den Zeiten purzelt. Jetzt spielt das Wetter auch wieder mit. Vidal schafft eine pinke Zeit, das ist schon mal gut. Na, was geht denn da ab? Wir haben noch glatt eine neue Bestzeit unter 2 Sekunden vor der Spitze gelegt. Natürlich ziehen die jetzt alle nochmal nach. Und wahrscheinlich auch alle mit ihren Ultrasoft. Aber dann machen wir einfach Folgendes, wir schicken das genau nochmal raus. Weil die Strecke wird besser. Und es reicht vor allen Dingen nochmal. Auch dieses Live-Dings da, das verstehe ich so langsam. Die Medaille ist gerade auf dem 15. Auf dem 17. Cavalcanti auf dem 20. Was ist denn da passiert? Also müssen wir uns wieder eine gute Boxenstrategie überlegen fürs Rennen. Ja, auf 17 und 20 starten wir.
Es sind 42 Runden. Dann gucken wir doch mal, was wir da noch ausholen können. Intermediates. Also das hier war eigentlich die beste Konfiguration. Dann nehmen wir die auch mal. So. Und wir nehmen jetzt erstmal die Soft. Und schauen, was da abgeht. Wie immer am Anfang ein paar Runden geben wir Vollgas. Wir starten von ganz hinten, von dem her ist es völlig egal. Aber wir fahren uns alle schon davon. Also irgendwas habe ich völlig vergeigt. Die sind überhaupt nicht konkurrenzfähig. Oh, Cavalcanti ist in der Garage. Ich glaube, ich spinne. Okay, der ist raus. Das heißt, wir müssen uns nur um einen noch kümmern. Natürlich auch nicht so toll. Wir haben schon. Und soll er an die Box kommen. Ja, er verliert dann am wenigsten Zeit. Er kriegt jetzt mal die Reifen und dann wird man noch mal wechseln. Er müsste ja dann eigentlich alleine sein und kann da Gas geben. So, er schließt nämlich jetzt schon auf. Ist jetzt wieder dran und die anderen müssen alle noch zur Box. Ja. Und er muss jetzt halt Reifen sparen. Ich hoffe mal, dass das aufgeht, die Strategie. Das ist ein kleiner Rückschlag zum letzten Mal, als wir mit dem sechsten Platz uns verabschiedet haben vom Rennen. Wir schauen einfach mal. Das Wetter wird kälter, aber bleibt wohl trocken.
Ist halt ärgerlich, ja. Vidal muss eigentlich bloß dranbleiben. Und dann kommt er durch die Boxen, stoppt automatisch weiter nach vorn. Und er ist dran, ja. Es ist ja nicht so, dass er nicht dran wäre. Noch 30 Runden, das dauert noch eine ganze Weile. Ja, vielleicht winkt uns heute noch mal eine Sensation und wir schaffen es auch noch mal heute in die Punkte. Es wird dunkler. Wir fahren gut mit. Und die da vorne kämpfen. Ja, die ganzen Ultras müssen jetzt zur Box. Und an denen fahre ich überall vorbei. Die Reifen können wir völlig zerstören eigentlich. Wir fahren noch mal eine sanfte Runde. Dann können wir nämlich länger auf dem Soft bleiben. So, Soft 19 Runden, 17 Runden. Die Teile sind alle okay. Und schnell. So, Vidal kam als 15. wieder raus. Das ist sehr gut. Und jetzt heißt Reifen schon. Noch 24 Runden. Dann können wir am Ende vielleicht sogar noch ein Ultrasoft fahren. Und dann nochmal ordentlich Zeit gut machen. So ist mein Plan. Ja, wenn du nur ein Auto im Rennen hast, dann musst du halt taktieren. Sind vorbei. Ist alles in Ordnung. Wir spulen unser Rennen einfach so ab, wie wir es geplant haben. Und vor allem, wenn zum Ende vom Rennen die ganze Geschichte mit dem Grip noch ein bisschen besser wird. Und wir mit den Ultrasoft draußen sind. Und dann gute Nacht, Leute.
20 Sekunden Fenster ein Zimmer auf der 10. Platzierung. Und wir sparen halt gerade ordentlich Sprit. Und Reifen natürlich auch. Weil die vor uns müssen bald schon wieder zum Wechsel kommen. Dann legst du halt mal eine Runde ein bisschen aggressiver zutage. Ist natürlich eine Taktikschieberei hier jetzt. Reines Abwarten, was passiert. Guck mal, das Wetter bleibt gut. Der Grip entwickelt sich, Gripniveau. Seine Runden noch. Dann machen wir jetzt noch mal ein bisschen Rabatt hier. So. Jetzt rückt man nämlich gerade wieder vor. Es wäre halt gut, wenn er jetzt noch zwei Runden draußen bleiben könnte. Eine geht auf jeden Fall noch. Dann probiert die 17 uns zu überholen. Wo ist denn die 16? Ja, können wir bald machen. 10 Runden. Ja, eine Runde wollte ich eigentlich noch draußen bleiben. Gehen jetzt alle auf Soft. Ich würde eigentlich auf Ultra Soft gehen. Na, kommt schon. Ich muss aber den Boxenstopp vergeigt, die Helden. Im Sponsorenfenster sind wir natürlich, aber da will ich ja nicht mal hin. Ich will ja viel weiter nach vorn. Und Vidal ist eigentlich ein Kandidat, der in die Punkte fahren muss. Ich bin ja überrundet. Mehr können wir jetzt richtig Stoff geben. Wir machen keine Teile.
fünf Runden. Wetter bleibt voll gut. Krippenniveau ist hoch. Alles oder nichts. Vollgas, Junge. Aber ich glaube, wir müssen uns mit dem 15. Platz anfreunden. Komm schon, hol dir noch einen Platz. Hat leider nicht funktioniert. Wir sind 15. Das ist schlecht. Ja. Einer im Ziel. Das ist einfach zu schlecht. Ja, ich weiß nicht genau, was ich machen muss, damit ich da durchkomme. Und wir sind auch nur 15, weil 3 ausgefallen sind. Ja. Der Stopp hier, der hätte nicht sein müssen. Da waren wir auf 12. Also, ja. Für 100.000 Euro und 2 Plätze nach hinten beim nächsten Mal. Medaille ist trotzdem noch auf dem 15. Platz und unser Team auf dem 9. Wir werden jetzt natürlich wieder einige Einstellungen vornehmen vor dem nächsten Rennen, bei dem wir uns hoffentlich wiedersehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ach, die Kohle warten wir noch ab. Und hm, 225.000. Das macht den Kohl nicht mehr fett. Also wir müssen definitiv noch mehr an unseren Fahrzeugen arbeiten und dann geht es auch noch weiter nach vorn. Wir gucken mal gerade noch hier Interview. Ach, das ist eine Frau, Amanda Cavalcanti. Ja, das war schon mein Fehler, ja. Und bitte. So. Der Motor, der hier hat keinen Motor mehr, Teil verboten. Okay. Neu entwickeln können wir gar nicht, wir sind im Minus. Also, es geht weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Es wird Folge 8 sein. Bis dahin. Ciao.